Teil steht, fahren wir nicht. Sie verkörpern ja die Rolle des Kaiser Franz Josef. Es ist der Empfang heute am Bahnhof wahrscheinlich nicht anders gewesen als damals, als der Kaiser wirklich zur Sommerfeste nach Bad Ischl fuhr. Wie lässt sich die heutige Faszination für den Kaiserscharme erklären? Ja, es waren verschiedene Zeiten. Man muss sagen, heutzutage hat man wieder gerne ein bisschen Nostalgie. Man denkt zurück an die alten, schönen Zeiten. Man sagt immer schön, ne? Waren natürlich schlechte Zeiten auch. Und man hat, es ist so, dass die Leute das ja sehr viel Modernes sehen und hören überall, Sehnsucht haben nach etwas Ruhe. Wissen Sie, man hat ein bisschen Sehnsucht nach einer anderen Zeit. Und wir versuchen, diese Zeit zu bringen, zu spielen. Ne? Wir spielen ja eine Nostalgie. Praktisch, wir spielen das praktisch der Einzug des Kaisers in die Sommerresidenz, ne? Wie es gewesen ist. Und wir bemühen uns, auch die Geschichte so zu bringen, dass das glaubhaft ist und nicht in irgendeinen Fasching-Rummel endet. Ne? Und er hat den Kaiser zum Leben gerufen bei der Bahn. Und die Leute haben von Beginn schon sehr gut mitgemacht. Mit alten, also nicht alten Kleidern, mit angepassten Stil der 20er Jahre Kleidern. Nicht ein altes Kleid, ist wieder was anderes. Und so bemüht sich jeder, ein Stück Nostalgie zu spielen. Und bei mir ist es so, ich bin Schauspieler und habe im Theater gespielt. Und da wir es vor 15 Jahren haben gesagt, Ischl, machen wir als Kaiserstadt. Na, da haben sie gesagt, das braucht man einen Kaiser. Da haben sie mir angeschaut und gesagt, Franz, du schaust sehr aus wie der Kaiser. Spiel uns den Kaiser. Na, und das ist mir heute halt hängen geblieben. Und versuche ich jetzt mit Humor und ein paar freundlichen Worten und die Damen mit Handkuss in Ischl zu begrüßen. Denken Sie, dass sich der Österreicher die Monarchie auch politisch zurückwünschen könnte? Oder? Ich glaube, die Zeiten sind zu lange auseinander. Es sind über 100 Jahre. Ne? Wir haben vor 100 Jahren die Monarchie gehabt. Ne? Und ich glaube nicht, dass sich das zurückdrehen lässt. Ne? Es gibt sehr viele Leute, die schwärmen noch von der Nostalgie. Ne? Denen gefällt das. Und manche sind halt ein paar, denen das weniger gefällt. Tourismusdirektor von Bad Ischl. Jetzt, welche Bedeutung hat eigentlich die Kaiserwoche im touristischen Jahreskalender von Bad Ischl? Naja, eigentlich eine sehr große Bedeutung. Der Kaiser würde ja heuer seinen 183. Geburtstag feiern und er ist ja seit Anbeginn seiner Lebensjahre nach Bad Ischl gefahren. Und Bad Ischl hat ja eigentlich dieses touristische Know-how eigentlich schon von damals mitbekommen. Und damals ist das ganze Adelsgeschlecht mit dem Kaiserhaus von Wien aus, mit den vielen Künstlern immer nach Bad Ischl gereist, haben hier die sogenannte Sommerfrische verbracht.
die ja damals immer in den Sommermonaten 2 bis 3 Monate Aufenthalt bedeutet hat. Und das haben wir eigentlich bis in die Jetztzeit weitergezogen. Leider bleiben die Leute nicht mehr 2 bis 3 Monate, aber einige Tage bis ein paar Wochen werden es auch immer wieder sein. Und das ist eigentlich schön für das Salzkammergut und ich glaube auch, dass wir unseren Gästen auch was Schönes bieten können. Was konnte man von der damaligen Zeit an Authentizität in die heutige Zeit hinüberretten? Auf jeden Fall ist es einmal das Thema Gesundheit, weil es ist entstanden, die Sommerfrische ist entstanden, auf Kur zu fahren nach Bad Ischl. Also dieser Gesundheitsfaktor hier in Bad Ischl mit der vielen Natur, das wurde von damals herübergerettet. Aber was auch herübergerettet werden konnte, ist die Kultur, ist die Tradition, das Brauchtum. Sehr viele Brauchtumsveranstaltungen kommen ja noch aus dieser Zeit. Und die Tracht, die ja jeder bei uns gerne trägt, die Herren, die Lederhosen, die Damen, die Dirndln, das wurde sicher von dieser Zeit auch mitgenommen. Man zeigt jetzt vor allem ja die schönen Zeiten des Kaisertums, aber es gab natürlich auch Zeiten, wo es nicht so rosig war. Jetzt rein politisch könnte man sich noch vorstellen, dass man heute die Monarchie wieder einführt. Es gibt ja die Monarchisten, glaube ich. Ja, also wir sind bekennende und begeisterte Republikaner, das muss man jetzt dazu sagen. Im touristischen Faktor haben wir die Kaiserzeit, wir nehmen das Schöne aus der Kaiserzeit. Man muss schon sagen, es hat in der Kaiserzeit auch Phasen gegeben, die nicht so rosig waren. Die schalten wir bewusst ab. Wir wollen hier eine heile Welt zeigen, wie es die Sissi-Filme in den 50er Jahren auch gezeigt haben, die ja dann auch jetzt noch immer sehr erfolgreich sind. Und darum glaube ich, dass der Anteil der wollenden Monarchisten eher gering gehalten wird und wir eigentlich das Schöne daran sehen, die schönen Kostüme, die traditionellen Regimenter mit ihren historischen Gewändern. Und ich glaube, das ist das, wo wir sagen, okay, das ist noch aus der alten Zeit übergeblieben, aber die politische Einstellung ist sicher nicht mehr en gros vorhanden. Besten Dank, Herr Herzog. Bitte, gern. Weiterhin Aussprache noch sediert.